Das Freilichtmuseum Rohscheider Hof in Konz besitzt viele historische Keltern unterschiedlichen Typs. Am Keltertag im Oktober zeigen wir, wie mit diesen Keltern früher Weintrauben und Äpfel gepresst wurden. Die Keltern sind im Hof aufgebaut und Trauben und Äpfel stehen bereit. Im großen Bottich werden die Äpfel gewaschen und kommen dann in die Traubenmühle, wo sie zerkleinert werden und als Maische in den darunterliegenden Holzbottich fallen. Die Maische wird in die Kelter geschüttet. Wenn die Kelter voll ist, wird sie mit einem Holzboden und darüber liegenden Druckhandhölzern abgedeckt. Dieser Keltertyp, der an der Mosel sehr gebräuchlich war, heißt wegen des Geräuschs, das beim Anziehen entsteht, auch Klick-Klack-Kelter. Der Most ist fertig und im Fass. Jetzt ist es Zeit zum Feiern. Oh, da ist noch zu wenig drin. Ich will eine riesige Schorle, essen. Ich will eine riesige Schorle, essen. Und was für Bring, du, das mir ganz egal, Hauptsache, ich krieg sie schnell. Ich will eine riesige Schorle, aus Trier.